Jede Woche sterben in Deutschland 2 bis 3 Kinder durch elterliche Gewalt oder Vernachlässigung. Wie die kleine Siri aus Wetzlar im Jahre 2008 im Alter von nur 8 Monaten an den Folgen einer schweren Schädelhirnverletzung. Die eigenen Eltern hatten den Säugling von Geburt an körperlich und seelisch schwer misshandelt. Die Staatsanwaltschaft klagte die 29-jährige Jugendamtsfachkraft, die als Berufsanfängerin den Fall betraut hatte, wegen Körperverletzung durch Unterlassen an. Sie hatte bei Hausbesuchen den Ausführungen der Eltern geglaubt. Sie habe sich ihre Gesichtsverletzung beim Spielen zugezogen. Die Absolventin der Fachhochschule Frankfurt wurde deshalb freigesprochen, weil sie hier im Studium nicht die notwendige Ausbildung erhalten hat, die sie gebraucht hätte im Kinderschutz. Das hat damals geholfen, die Kollegen so weit wach zu rütteln, dass wir zumindest einen verbindlichen Fachtag jetzt haben, durch den alle unsere Studenten durch müssen, verpflichtend im 2. Semester. Doch beim 2-mal jährlich stattfindenden Kinderschutztag allein blieb es nicht. Im Jahre 2015 kam eine insgesamt 12-stündige interdisziplinäre Vorlesungsreihe Kinderschutz im Ehrenamt hinzu. An den vielen Todesfällen hier lässt sich mit festmachen und auch zeigen, dass Menschen, die fachlich besser ausgebildet wären, das vielleicht hätten verhindern können und manch ein Kind noch leben würde, weil es immer wieder Fälle gibt, in denen Jugendhilfe und Gerichte auch mit drin sind, aber eben mit mangelnder Bildung, mit mangelnder Kenntnis vom Kinderschutz agieren und das im schlimmsten Fall tatsächlich dann zum Tod der Kinder führt. Soziale Arbeit, Medizin, Psychologie und Recht im Dialog. Damit nehmen die Frankfurt University of Applied Sciences und die Goethe-Universität Frankfurt am Main mit der in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin verankerten Kinderschutzambulanz eine Pionierfunktion war. Es geht um Themen wie körperliche Misshandlung, um sexuellen Missbrauch, um Vernachlässigung, aber auch um gelingenden Kinderschutz. Neben Frau Professor Zittelmann ist auch der Oberarzt der medizinischen Kinderschutzambulanz Dr. Marco Batz-Bartels Initiator der interdisziplinären Vorlesungsreihe. Er sieht die komplette Bandbreite an nicht akzidentellen Verletzungsmustern. Von Hämatomen und Frakturen über Verbrennungen bis zu ernährungsbedingtem Minderwuchs und gravierenden Entwicklungsstörungen. Seine Motivation? Die misshandelten Kinder. Zum einen, die einen ja eigentlich immer mitnehmen, also mitnehmen im Sinne von, dass sie einen belasten und einen beschäftigen, weit über das fachlich-medizinische hinaus. Und zum anderen, die großen Schwierigkeiten bei der Abarbeitung dieser Fälle, bei dem Managen des Wohlergehens dieser Kinder, das waren die Motivationspunkte, um zu sagen, da muss man sich gezielt drum kümmern, das muss man ausbauen, das muss besser werden. Ein wenig Hoffnung auf die Verbesserung der medizinischen Ausbildung macht Bartels ein Papier aus der Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Es gibt mittlerweile eine Musterweiterbildungsordnung, die im November 2018 von der Bundesärztekammer erstellt worden ist, in der vorgesehen ist, dass in den 60 Ausbildungsmonaten zum Kinderarzt der Kinderschutz und vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um Kinderschutzfragestellungen zu lösen, verankert ist. Umgesetzt wird das aber an den meisten Ausbildungsstätten bislang noch nicht. Bartels Kollegin aus der Rechtsmedizin, Dr. Constanze Nies, bricht auch aus forensischer Praxis heraus eine Lanze für die curriculare Verankerung des Kinderschutzes im Medizinstudium. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das verpflichtend drin wäre, dann natürlich für alle Berufsgruppen, die auch beteiligt sind. Also unter den Medizinern natürlich die Rechtsmediziner, aber auch die Medizinstudenten, also im Rahmen des Studiums, ganz natürlich auch die Pädiater. Die Chirurgen haben damit zu tun, wenn die Kinder mit Brüchen kommen oder anderen Verletzungen, im weitesten vielleicht auch die Hautärzte. Also es müssen alle Mediziner als quasi im Grundstudium, sollte das schon verankert werden. Und dann kann dann jeder entsprechend seiner Fachdisziplin sich in die Materie hinein vertiefen. Über die Beleuchtung typischer Fallkonstellationen aus Sicht unterschiedlicher Berufsgruppen und Disziplinen hinaus ist es zudem die Vorstellung realer Fälle von Kindeswohlgefährdung, die den Studierenden hilft, die Komplexität ihres späteren beruflichen Alltags zu verstehen. Dass das Erzeugen eines Schütteltraumas beim Kleinkind kein Kavaliersdelikt ist, demonstriert Dr. Bartels eindringlich an einem Babymodell. Sondern man muss, um dieses Schütteltrauma zu verursachen, tatsächlich die Säuglinge sehr fest anpacken. Und zwar entweder direkt am Rumpf oder tatsächlich mit den Armen in den Griff gepackt sozusagen am Rumpf.
wobei man nicht selten den Säuglingen, weil die ja ein gewisses Eigengewicht haben, den Säuglingen auch die Oberarme bricht oder beispielsweise die Rippen bricht. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass die Kinder ja meistens dabei nicht ruhig entspannt sind, sondern meistens einem den Anlass geben zum Schütteln, zum Beispiel in Form von Weinen und Schreien, was Kinder in einem gewissen Alter ja ganz natürlicherweise regelmäßig tun. Und dann müssen die Kinder schon ordentlich geschüttelt werden. Da reicht also so ein wenig Schütteln, wie Sie das hier zum Beispiel sehen, nicht aus. Sie sehen also auch, dass das Kind und auch dieses Modell dieser Puppe das ganz gut toleriert. Erst wenn sie kräftiger anfangen zu schütteln, fangen diese Leuchtdioden hier an zu leuchten im Kopf des Kindes. Und das steht dafür, dass da an diesen Stellen die Einblutungen stattfinden, die sogenannten subdural- und subarachnoidal-Hämatome, die entstehen, also diese Einblutungen, die entstehen, die entweder akut oder auch langfristig Hirngewebe zum Untergang bringen. Am multiprofessionellen Dialog zum Thema Kindeswohlgefährdung beteiligen sich auch Therapeuten und Juristen. Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Dr. Emily Frankenberg beschreibt, welche Spuren Missbrauch im Kindesalter bei den Betroffenen hinterlassen kann. Je chronifizierter oder je chronischer die Traumatisierung, je näher der Täter ist, desto schwieriger oder schwerwiegender sind oft die Störungen. Also insbesondere, wenn es ein Täter aus dem engen Familienkreis ist und man es mit einer langjährigen Misshandlung oder sexuellem Missbrauch zu tun hat, hat man es auch oft bei Kindern mit Bindungsstörungen oder mit gestörtem Bindungsverhalten zu tun, was sich natürlich dann auf alle anderen Lebensbereiche erstreckt. Aber auch eine reine posttraumatische Belastungsstörung, also eine Traumafolgestörung, kann sich auf Sozialverhalten, auf den schulischen Bereich, auf den familiären Bereich erstrecken, sodass das eher schwerwiegendere Fälle sind, die einer langjährigen Therapie bedürfen. Professor Ludwig Salgo ist renommierter Experte für das Fachgebiet des zivilrechtlichen Kinderschutzes und Mitinitiator der Veranstaltungsreihe. Er bedauert, dass es keine verpflichtende Fortbildung für Familienrichter zur Komplexität von Missbrauchszusammenhängen gibt. Momentan ist es ja eher so bei den Juristen zum Beispiel, dass sie das Familienrecht ganz runterfahren in der Ausbildung der Universitären. Da gibt es also fast keine Fragen mehr zum Kindschaftsrecht, die verpflichtender Gegenstand sind. Dass wir an den Universitäten und Hochschulen anfangen, was zu bewegen, das wäre schon mal gut. Aber dann müsste es natürlich weitergehen bei den Juristen in der Referendarausbildung, natürlich dann in der Medizin, klar in den Facharztausbildungen. Natürlich dann für die Richter, bevor sie Familienrichter werden, dann sollten sie auch wissen, was ein Jugendamt ist, wie man Kinder anhört, was eine Kindeswohlgefährdung ist, was ein Gutachten leisten kann, was ein Gutachten nicht leisten kann, welche Fragen Sinn machen, wie man ein Gutachten liest. Die Lehrveranstaltung kommt bei den Studierenden gut an. Auch hinlänglich der Schwierigkeiten, die es in Abläufen häufig gibt, denn es menschelt auch im Kinderschutz natürlich. Und jeder bringt seine Geschichte mit von den Verfahrensbeteiligten. Und wenn man diese Vorlesungsreihe besucht hat, kennt man mehr die Aufgaben, aber auch die Grenzen, die jeder einzelne Verfahrensbeteiligte hat. Man hat Ansprechpartner, man ist nicht mehr so alleine. Man weiß, hier ist eine Grenze, hier komme ich nicht weiter, ich mache mir Sorgen, an wen wende ich mich jetzt? Und das ist ein anderes Rauskommen. Man ist nicht mehr in dieser Überforderung, in dieser, da passiert was Schlimmes und ich kann nicht helfen. Sondern man hat Mittel zum Helfen, man hat sie danach und das ist gut. Man hat alle Grundlagen kennengelernt, man hat alles schon mal gehört, bevor man quasi ins kalte Wasser der Praxis geschmissen wurde. Und gerade so Indikatoren, um misshandlungstypische Verletzungen zum Beispiel zu erkennen, die waren mir eben schon bewusst, bevor ich die ersten Fälle in der Praxis hatte. Und dann geht man natürlich mit einem ganz anderen Blick auch in Hausbesuche, Überprüfungen oder Gespräche, wenn man genau weiß, auf was man achten muss und welche Fragen man eventuell stellen muss, um vielleicht das eine oder andere noch aus den Eltern herauszukitzeln. Was ich häufig im Alltag tatsächlich erlebe, ist, dass viele meiner Kollegen im Jugendamt Schwierigkeiten haben, so ein Fallverstehen gut hinzubekommen. Zu verstehen, wenn am Anfang das und das noch nicht gelaufen ist, wenn man noch nicht präventiv mit drin war, dann kann es ja sozusagen sich potenzieren und dann letzten Endes zu dem Verletzungsbild kommen, was wir ja dann meistens auch hier sehen. Das Frankfurter Modell sollte als Vorbild für die bundesweite Hochschullandschaft fungieren. Denn solange Lehrangebote zum Kinderschutz in der Pädagogik und in der sozialen Arbeit einen Seltenheitswert haben, solange im Medizinstudium kinderschutzmedizinisch relevante Krankheitsbilder nur vereinzelt gelehrt werden und in den Rechtswissenschaften das Thema Kindschaftsrecht
nur rudimentär behandelt wird, wird vielen Opfern die Chance auf eine Entdeckung und Beendigung ihres Elends geraubt.